So, einen wunderschönen guten Nachmittag hier. Nicht zum Livestream DAX Long oder Short. Es ist trotzdem ein DAX Long oder Short Video, allerdings wieder nur ein Update-Video aus dem Urlaub. Ich will mit euch zusammen mal auf die Märkte schauen, nachdem die CPIs ja vorgestern erstmal wieder eher die Tendenz nach oben gezeigt haben, also die Inflation dann doch nicht so zurückkommend, wie das so erwartet wurde in den letzten Monaten. Also erstmal wieder ein Stück weit zurück das Ganze. Die Märkte hatten es ja erstmal negativ aufgenommen, aber es sind schon wieder Allzeithochs in Sicht, beziehungsweise teilweise schon wieder ausgebaut worden. Also die Indizes stehen relativ hoch da. Heute hatten wir Retail Sales, Core Retail Sales und auch die Arbeitsmarktdaten, die wöchentlichen, die dort herauskamen. Und das werden wir uns gleich mal anschauen. Das Ganze versuchen wir ein wenig einzunorden und gemeinsam entsprechend mal über alles so ein wenig rüberschauen. Bevor wir das tun, der Risikohinweis an der Stelle erstmal ganz kurz. Lest euch dies bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere und gegebenenfalls vor Trade definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen oder weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann switchen wir mal ganz kurz auf meinen Bildschirm, ganz kurz mal gezeigt, wie es heute aktuell bei mir aussieht. Wir waren vorhin ein Stück weit spazieren, dieses Bild geschossen. Wir liegen gerade in Oslo mit der AIDA Nova und waren vorhin ein wenig spazieren und jetzt sitze ich wieder wie in dem letzten Video gezeigt in meiner Kabine und nehme für euch das Video auf, bevor es nachher später für uns in den Spa-Bereich geht und ein bisschen weiter relaxen, dass ich nächste Woche wieder fit bin, für euch dann auch die täglichen Streams abzuhalten. Somit auch natürlich im Webinar- und Eventkalender nicht viel drinstehend. Für die nächsten Tage, wir haben den Live-Trading-Room, der wird der Andreas nach wie vor abhalten und DAX Long oder Short Stream, da ist jetzt das letzte Video. Nächstes, also am Wochenende gibt es natürlich die Trading-Wochenanalyse am Sonntag, wie gewohnt. Und dann starten wir auch schon wieder dann in, wie eben schon erwähnt, eine neue Handelswoche mit vollen Events, so wie ihr das am Ende gewohnt seid. Jetzt gehen wir mal ganz kurz drauf auf die Wirtschaftskennzahlen. Gestern kam nicht so sonderlich viel heraus für den heutigen Tag, dafür umso mehr. Zum einen hat Christine Lagarde heute gesprochen, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Gehen wir jetzt erstmal um 14.30 Uhr auf die Zahlen, die da eben herauskamen. Ich habe es extra noch abgewartet, um zu schauen, okay, wie kommen die Zahlen rein. Es ist ein durchwachsenes Bild, muss man an der Stelle sagen. Die Arbeitslosenzahlen in leichte Note besser als erwartet. Also die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ein bisschen zurückgekommen. 219.000 waren erwartet, 212.000 sind es am Ende jetzt. Dann haben wir die Retail Sales, also die Einzelhandelsumsätze und die Core Retail Sales, beide samt etwas schlechter ausgefallen als erwartet, auch ein Stück weit schlechter. Der Rückgang in diesem Falle hier war zuletzt in ähnlichem Ausmaß im April 2023, da hatte ich gerade schon mal geschaut, und der Empire State Manufacturing Index hingegen ist wieder zurückgeschnallt. Da hatten wir zuletzt, ihr seht es rechts, noch 43,7, ebenfalls ein Wert, der viele, viele Monate so tief nicht stand. Und dann wurde erwartet minus 13,7 und jetzt sind wir schon wieder, zwar noch im Negativen, aber bei minus 2,4. Und somit ist beide Zahlen zusammen, die relativieren sich so ein wenig. Das merkt man jetzt auch am Markt, der hat sich jetzt erstmal nicht so sonderlich darauf bewegt. Anders wäre es wahrscheinlich gekommen, wenn der Empire State Manufacturing Index ebenfalls weniger als 13,7 gewesen wäre, vielleicht dann wieder in Richtung 30 oder 40 im negativen Bereich, dann wären natürlich beide Zahlen irgendwo negativ und hätten durchaus auch größere Ausschläge gegeben, beziehungsweise hätten wir jetzt dann auch für den heutigen Nachmittag durchaus vielleicht noch ein bisschen einfacher mal die ein oder andere Markttendenz annehmen können. Ansonsten so müssen wir jetzt erstmal gleich drauf schauen, auch noch was uns alles andere so begegnet für den heutigen Tag, um vielleicht für den Nachmittag die ein oder andere Idee mal aufzubauen. Wir lesen, Christine Lagarde hat gesprochen, nicht nur Christine Lagarde, sondern auch noch der ein oder andere EZB-Notenbanker. Christine Lagarde bremst in diesem Falle hier so ein wenig die Hoffnung, dass bald die Zinsen bei uns in der Eurozone zurückkommen werden, beziehungsweise dass sie nach wie vor eher vorsichtiger ist, als dass sie dazu schnell voranprescht, um die Zinsen zurückzuholen. Das ist allerdings nicht nennenswert etwas Neues, muss man an der Stelle sagen. Christine Lagarde ist ja eh in der Wortewahl immer sehr, sehr defensiv und entsprechend war es ja eh schon von der Eurozone so, dass wir ja da angenommen haben, dass sie sich gegebenenfalls sogar noch einen Hauch länger Zeit lassen, bis die USA dann eben vielleicht im Mai, vielleicht im Juni, ich habe es jetzt gar nicht exakt im Kopf, aber kriegen wir gleich raus, so im Juli, so, also doch, nee, Mai oder Juni, so, die Zinsen nach unten nimmt, ja, da müssen wir dann mal schauen. Allerdings eben ist das natürlich trotz alledem so ein kleines Zeichen für den Euro.
und eben die Wirtschaftskennzahlen könnten ganz leicht negativ für den Dollar ausgewertet werden, somit vielleicht eine vorsichtige Long-Tendenz. Aber da schauen wir gleich nochmal auf den Euro-US-Dollar drauf, der ist gerade schon so ein Stück weit nach oben gesprungen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie alles nennenswert eindeutig. Wir haben nach wie vor Nahosten, da gibt es eben nichts, eben da hatten wir ja vor einiger Zeit immer noch besprochen, dass es da eventuelle Friedensgespräche gab, beziehungsweise Waffenstillstand, das sieht alles nicht danach aus, also die Thematik ist nach wie vor da und unterstützte nicht gerade den Markt, nichtsdestotrotz laufen wir eigentlich relativ interessant nach oben. Was sich auch nicht nennenswert verändert hat, muss ich sagen, zu den CPIs, zumindest das war jetzt noch das Update vor den Retail Sales gerade, ist die Thematik der Zinsen, 1. Mai 3,9, ich glaube zu den CPIs hatten wir da irgendwas von 2, irgendwas stehen, also da hat sich kaum was verändert. Der Markt hat sich am Ende dann erstmal wieder in Richtung der Hochs erholt, aber da werde ich gleich mal so den ein oder anderen Gedanken diesbezüglich nochmal fallen lassen, was das für mich jetzt bedeutet. Thematik Banken kommt immer wieder auf, aber da werde ich mich nächste Woche ein bisschen intensiver mit beschäftigen, was das jetzt bedeutet und inwiefern wir das vielleicht ein bisschen mehr in unsere Handlungen mit einbauen können, ist nach wie vor ein Thema, dass dann eben auch die ganze Immobilienthematik und dass jetzt diese Thematik mit den hohen Zinsen, dass das natürlich irgendwo dann eben auch zu Kreditausfällen führen kann und wenn das dann eben gerade in diesem Falle dann eben gegebenenfalls auch im Immobiliensektor für Gewerbeimmobilien passieren kann, das ist dann schon nicht ganz so uninteressant für die Banken, das kann dann eben auch schon zu dem einen oder anderen Problem führen im Bankensektor, der ein oder andere Analyst rät auch schon davon ab, irgendwo im Bankensektor zu investieren, gut, soweit würde ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen, aber es ist definitiv ein Thema, was wir dann eben auch in der nächsten Woche mal ein wenig mit aufnehmen werden. Also so leichte negative Note, vielleicht ganz leicht, ja, auch wenn wir dann wieder in Richtung der Allzeithochs laufen, heißt in vielen Fällen, ihr kennt das, oben Short, unten Long. Und da schauen wir gleich mal drauf, wie das vielleicht für den heutigen Tag oder dann eben auch vielleicht für morgen aussehen könnte. So, der DAX, der drückt schon gerade so ein Stück weit nach unten. Ich will mich allerdings jetzt heute mal gar nicht so stark auf den DAX fokussieren, weil wir jetzt ja auch den Nachmittag haben. Nichtsdestotrotz sind wir aus einem nicht ganz uninteressanten Bereich nach oben gelaufen, hatten uns dann auch für die US-Märkte bzw. für den DAX den ein oder anderen Bereich nochmal herausgesucht, wo sich da gegebenenfalls der Gedanke, den auch mal zu shorten lohnen könnte. Reaktion gab es, auch im US-Bereich gab es Reaktionen in den Bereichen, also da hatte man schon den einen oder anderen Punkt rausziehen können, aber wie ich es dann auch schon erwähnte, wir haben immer noch dieses sehr, sehr positive Sentiment im Markt drinstecken und somit sind wir jetzt hier schon wieder fast in Richtung 17.100 gelaufen. Also somit neue Allzeithochs im DAX. Jetzt werden sie gerade wieder so ein Stück weit abverkauft, aber nach wie vor kann man natürlich hier drauf schauen. Ich würde trotzdem mal einen kleinen Bereich hier noch einzeichnen, der mir jetzt gerade so ein bisschen ins Auge fällt. Muss ich allerdings nochmal gucken, ja, also das ist schon nicht ganz uninteressant hier diese Zone. In etwa so 950 könnte nochmal ein Anlaufpunkt werden und vielleicht dann eben auch wieder eine Turnaround-Situation darunter. Ja, würde ich mir jetzt erstmal gar nicht festlegen wollen, das fällt mir jetzt nur gerade ins Auge. Also nicht ganz so sehr der Fokus jetzt am Nachmittag auf den DAX, sondern vielmehr so ein Stück weit in Richtung S&P 500. Auf jeden Fall ist es schön, wie wir es hier sehen, wir haben große Bewegung. Also Volatilität hat wieder zugenommen. Man merkt das auch jetzt, seitdem ich weg bin, wieder so ein bisschen mehr, haben wir uns die Tage gestern und vorgestern anschauen. Gerade vorgestern natürlich mit den CPIs. Da hatte ich ja auch darüber gesprochen, dass es nochmal eine Stufe tiefer gehen könnte im S&P 500, um da dann direkt für diejenigen, die long gehen wollen, auch wieder in Richtung long zu denken. Und wir sehen entsprechend die Reaktionen, die dann kamen. Auch die Short-Reaktionen, wie gesagt, die waren ein bisschen interessanter. Da hatten wir dann im letzten Video meine, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich es nicht eingezeichnet habe, aber ich denke, dass wir uns mit diesem Bereich hier beschäftigt haben und da sehen wir im S&P 500, da sind wir so aus der 90, gut 90, bis in den Bereich um die Marke 55 gerutscht, 35 Punkte, somit nicht ganz so uninteressant, ja, was dort dann eben zumindest als eine kleine Möglichkeit sich ergeben hat, um dann eben auch wieder eben, ja, sich Longs zu suchen. Gut, das hat man nicht besprochen, von daher will ich es jetzt an der Stelle auch gar nicht großartig mit ins Kalkül nehmen. Was ich jetzt gerade besprochen habe, wir haben immer so ein paar Fragezeichen stehen schon immer noch im Raum. Das ist definitiv so. Von daher würde ich mir durchaus auch, wenn wir eben anfangen weiter zu steigen, die nächsten Bereiche, wo es anfangen kann zu bremsen im Daytrading für die Long-Seite, wäre der Bereich hier für mich persönlich in der JFD-Indikation kurz vor der 5030 kommend. Ja, aber drei Ausrufezeichen, 5030. Wir stehen somit natürlich nach wie vor oberhalb der 5000er Marke. Immer noch dieses sehr, sehr starke positive Sentiment. Also mit den Short-Gedanken, wie auch schon im letzten Video erwähnt, eher
wirklich vorsichtig sein. Man muss wissen, was man macht, wie man es umsetzt, um jetzt hier nicht ordentlich auf die Gusche zu bekommen. Weil wir sehen es, wir merken, ne, das kommen dann eben Zahlen, die eigentlich wirklich nicht gut, nicht positiv sind. Die reagieren auch erstmal nach unten, aber es ist dann wirklich nur eine Reaktion kurzer Natur, um dann doch wieder die Stärke zu finden. Nichtsdestotrotz, so der Bereich knapp vor der 5030 ist so der nächste Bremsbereich und dann kommt so für mich nochmal so eine kleine Zone in Richtung so der 48 hier in der JFD-Indikation laufen. Das sind so zwei Bremsbereiche auf der Aufwärtsseite. Ich kann es ja nochmal einzeichnen. Die durchaus meines Erachtens nach angelaufen werden können. Somit natürlich auch Möglichkeiten bieten, Moment, das sollte ein Fall werden, Möglichkeiten bieten für eventuelle Longs. Ja, auch gerade für diejenigen, die jetzt sagen, ach nö, heute, ich gehe dann doch mal wieder long, vielleicht auch eine kleinere Zone hier irgendwo sich zu suchen, um dann eben in Richtung der aktuellen Bewegungshochs zu gehen oder eben in diese Bereiche hinein. Das ist nicht ganz unmöglich. Gerade bei dem Dampf, den die Indizes eh gerade haben, ist das jetzt noch eine Möglichkeit. Gleiches gilt jetzt hier auf der Unterseite. Ich zeichne jetzt doch erstmal die Long-Ideen ein. Die zwei Bereiche, einmal der 90er-Bereich und einmal dann so die 73, 74. Das wären dann eben nochmal so Zonen, wo ich mir auch vorstellen kann, dass der Markt dann eben wieder anfängt, ein bisschen Stärke zu finden und in Richtung, ja, A, der aktuellen Hochs des heutigen Tages oder aber sogar diese nochmal ausbaut in Richtung, wie gesagt, so 5030. Oberseite, wie gesagt, das kann es auch direkt weiter nach oben gehen, aber dann eben hier durchaus auch Möglichkeiten geben, dass man eben auf der Short-Seite vielleicht dann auch die eine oder andere Möglichkeit bekommt. Vielleicht von der Intensität her auf der Short-Seite, ich habe es jetzt schon mal so in etwa eingezeichnet. Also ich würde mich persönlich damit zufrieden geben, wenn ich dort zwischen 15 und 20 Punkten verdienen könnte im S&P 500 auf der Short-Seite. Als Daytrade reicht ja völlig aus. Man kann natürlich versuchen, man Teil ein bisschen mehr laufen zu lassen aufgrund der Volatilität, aber wenn wir uns dann eben von gestern mal diese Abwärtstendenz anschauen aus dem Bereich, den wir uns dort auch angeschaut hatten, ist die Intensität der Ausprägung schon ein bisschen stärker, aber man merkte so, dass so, naja, mal kurz gucken, ja, so dass nach 20 Punkten so ein bisschen der Dampf nach unten nachließ und somit sollte man vielleicht nicht ganz so gierig werden, gerade wenn man gegen dieses sehr, sehr positive Sentiment geht auf der Long-Seite. Würde ich mich jetzt mal vorsichtig, aber ich muss auch sagen, ich bin ja nicht so hundertprozentig jetzt drin im Stoff, ja. Aber ich denke so 20, 25, wenn es hochkommt, vielleicht 30 Punkte auf der Long-Seite sollte eigentlich ebenfalls ausreichen. Muss man natürlich schauen, dass man vernünftiges CRV daraus bekommt, aber ich denke, das wäre für den heutigen Tag die Bereiche. Wenn wir dort in diesen Areas bleiben, sollten auch für den morgigen Tag durchaus noch Bestand haben. Normalerweise müsste man sie am Morgen nochmal anpassen, aber ich würde jetzt auch mal vielleicht für diejenigen, die jetzt quasi mit den Bereichen arbeiten, dass die durchaus auch für morgen noch interessant sind. DAX hatten wir uns angeschaut, Euro-US-Dollar, da will ich mit euch nochmal ganz kurz drauf schauen, was der jetzt hier gerade treibt. Wir hatten auch dort darüber gesprochen, aber es kam leider nicht ganz dazu, dass wir vielleicht nochmal in diese 0,660 hier unten hineinlaufen. Das tat er jetzt nicht, sondern er gibt gerade Gas. Wie gesagt, Christine Lagarde, Zinshoffnungs-, also die Senkungshoffnung, so ein bisschen gebremst erneut von Christine Lagarde. Jetzt laufen wir hier ein Stück weit zurück. Da hatten wir, das sind die CPI-Bewegungen, die wir jetzt fast zurückerobern. Hatten wir aber auch schon darüber gesprochen, ja. Heißt, dass wir jetzt hier durchaus nochmal eine Möglichkeit bekommen können. Das ist allerdings wirklich, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wir jetzt durch diese EZB-Thematik so ein bisschen Feuer kriegen, dass wir hier vielleicht nochmal jetzt eine Möglichkeit haben, aber für diejenigen, die long sind, dass man da vielleicht mal überlegt, okay, vielleicht den einen oder anderen Take Profit, aber hier nochmal eine Drehungsmöglichkeit bekommen. Und dann könnte ich es mir vorstellen, das sind natürlich jetzt wirklich ganz kleine Bereiche, da müsste man jetzt auch theoretisch nochmal ganz detailliert reingehen, dass wir dann zumindest den Short aus der, ja, 80 in etwa, 85 in den Bereich, Moment, kurz gucken hier, Zeichentool kurz nehmen, so, das brauchen wir, dass wir hier, naja, in die 30, also hier oben haben wir ja den Bereich um die Marke 80, zurück in Richtung der 30. Das wäre schon etwas als Konsolidierung bzw. daraus resultieren. Also wenn wir in diese 30 kommen, da dann wieder entsprechend auch nochmal einen Long-Versuch wagen. Das sind jetzt, denke ich, zwei Reaktionsbereiche, die durchaus Sinn machen. Sollten wir natürlich jetzt relativ schnell über die 80 laufen, ohne nennenswerten Rücksetzer, sollte man natürlich mit Shorts erstmal vorsichtig sein. Und das hatte ich ja gesagt, vielleicht haben wir in der nächsten Woche dann wirklich auch übergeordnet die Möglichkeit, je nachdem, wie sich das in der Dollarregion entwickelt, dass wir da dann eben entsprechend vielleicht sogar mal ein bisschen mehr wieder in Richtung Long ticken. Soweit bin ich allerdings noch nicht, aber den Gedanken hatte ich ja schon so seit einiger Zeit so ein bisschen. Mal gucken, ob sich das dann jetzt in diese Richtung entwickelt. Somit habt ihr ein kleines Update jetzt hier und ja, dann geht es eben gerne am Wochenende mit der Trading-Wochenanalyse weiter und dann nächste Woche entsprechend dann natürlich auch wieder mit den Streams. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Resthandelswoche. Bis dahin, macht's gut, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao. Tschüss.